Herzlich willkommen zur Brauereiführung bei Dinklager Schwabenbräu. Mein Name ist Walter Kurz und ich habe nach 35 Jahren Erfahrung in der Braubranche die große Freude, für Dinklager Schwabenbräu unter anderem auch die Brauereibesichtigung präsentieren zu dürfen. Die Firma Dinklager gibt es hier an diesem Standort seit 125 Jahren, als Karl Dinklager 1888 diese Brauerei hier gegründet hat. Wir wollen während unserer Brauereiführung unseren Gästen zeigen, wie wir hier in Stuttgart Bier brauen. Und zwar erstklassige Biere der Marken Dinklager, Schwabenbräu, Sanwald und Wulle. Wir wollen insbesondere zeigen, dass wir neben den drei traditionellen Zutaten für Bier, nämlich Hopfen, Malz und Wasser, später kam noch die Hefe dazu, noch eine weitere fünfte Zutat haben, nämlich unsere Leidenschaft, Bier zu brauen. Immer wieder beeindruckend ist für unsere Gäste, wenn sie diese Anlagen dann direkt mal in Augenschein nehmen kann. Wir zeigen während unserer Brauereiführung als Stationen zunächst mal das Betriebsgelände, dann natürlich das Herz einer jeglichen Braustätte, nämlich das Sudhaus mit entsprechend Würzepfanne, mit Sudpfanne. All das zeigen wir zusammen auch mit kleinen Proben unserer Braugerste und gehen von dort aus dann zur nächsten Station, zeigen unseren Würzekühler, kommen vorbei an unserer Hefereinzucht. Hefe, praktisch der vierte Rohstoff, der dann letztendlich zum Bierbrauen noch mit dazugehört. Passieren dann auch unsere Entalkoholisierungsanlage. Alkoholfreies Bier ist und wird auch zunehmend immer mehr ein Thema. Also haben wir auch hier eine hochmoderne Anlage, um unserem fertig gebrauten Bier nachträglich auf schonende Art den Alkohol zu entziehen. Und haben als kleines Highlight einen Besuch in einem uralten Braukeller, wo früher Bier gelagert wurde, speziell in den Sommermonaten. Unser Weg führt uns dann weiter zur finalen Station des Bierbrauens, nämlich zu unseren großen Gär- und Lagertanks. Dort gibt es dann auch eine kleine Bierprobe für unsere Gäste, wo ganz direkt ein Bier aus diesen Tanks probiert werden kann. Und als kleines Giveaway gibt es dieses Probierglas dann auch mit nach Hause. Die letzte Station, die wir dann zeigen, ist unsere Abfüllanlage für die Bügelverschlussflaschen, wo wir unsere 0,33 Liter und 0,5 Liter Bügelverschlussflaschen abfüllen. Anschließend geht es zurück in Karls Braukeller zur Bierprobe und zu dem kleinen Vesper und zu einem regen Austausch noch, den wir gerne dann mit unseren Gästen noch führen. Abschließend darf ich Sie alle einladen, besuchen Sie uns, kommen Sie zu uns. Melden Sie sich an, das geht alles wunderbar übers Internet, aber warten Sie nicht zu lange, die Termine sind schon sehr gut gebucht. Wir werden Ihnen zeigen, was wir können, wie wir sind und wir wollen Ihnen zeigen, dass wir auch hier eine ganz sympathische Truppe sind bei Dinklager Schwabenbräu, entsprechend unserem Leitsatz, den wir haben, Qualität, Mensch und Nachhaltigkeit, das wollen wir Ihnen präsentieren. Wir freuen uns mit einer ganz hoch motivierten Truppe hier auf Ihren Besuch.